Ey, das ist ein Schwarzspecht. Ah. Boah. Das ist gut. Ich habe noch nie so live gesehen, wenn er gelacht hat. Hallo, liebe Kinder. Heute gibt es hier eine neue Ausgabe von Mittendrin Chateau dabei. Und heute, liebe Kinder, lernen wir, wie man in freier Natur ein auf ursprüngliche Art entstandenes Feuer einnimmt. Dafür brauchen wir erstmal ein Feuer. Ich habe ja auch schon vorbereitet. Man braucht eigentlich nur im Wald graben oder einfach Grillholzkohle mitbringen. Und dann ist es einfach ganz einfach. Man stellt sie irgendwo hin. So. Braucht dann natürlich, wenn man jetzt im Wald zufällig, also es gibt ja sehr viel Müll im Wald, nicht nur Holzkohle, Holzkohle. Wenn ein Atomreaktor in die Luft fliegt, dann entstehen kleine weiße Fusseln. Das ist nicht schlimm. Das sieht zwar komisch aus, macht aber nichts. Naja, zurück zum Thema. Man besprüht ihn vorsichtig. Liebe Kinder, macht das gleich zu Hause nach. Mit Grillanzünder. So. Und dann braucht man nur noch ein kleines Feuer. Und es ufert aus. Das ist noch drin. So, ich hoffe, ihr habt einiges dabei gelernt.